So, da sind wir wieder bei Pokémon der Zubilog Challenge. Wie versprochen habe ich Korak hier auf Level 20 trainiert. Wir würden die MSN im Leben nicht schaffen und ich glaube, wir schaffen sie jetzt auch nur mit großen Schwierigkeiten, wenn überhaupt. Wir schauen mal. Du hast mich noch nie gesehen. Bin ich ein guter Trainer? Yep. Aber das Medbow hauen wir jetzt trotzdem weg. So, mit Glut. Ja, natürlich ist sie sehr effektiv. Nein, nicht Superschall. Die Attacke ging daneben. Oh, das hat keine Wirkung? Mhm. Die erste Gen ist so lange her. Oh. Glut. Au. 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 So. Koral Superschall. Schlug fehl. Schlug fehl. Ja. Ist nicht mehr verwirrt und benutzt Glut. Damit ist es kaputt. Smetbo wurde besiegt und Korak erhält einen Haufen Zeug vom Käfersammler. Ich kann mich an den Glutexo-Hintergrund kaum erinnern. Mhm. Ich gehe ins Markt. Nee, noch nicht rein. Ins Poke will ich rein. Ins Pokémon Center. Übrigens, gleich wird dem geneigten Zuschauer auffallen, dass wir ein unterschiedliches Vorkommen von Tränken und Geld haben, weil ich musste den ganzen Mist nochmal nachspielen, weil eine Aufnahme nicht geklappt hat. Macht aber nichts. Du bist der Profi-Angler. Ich liebe den Angelsport. Die natürlich liebe ich gerne. Und ich bin auch sympathisch. Ja, ich habe eine Angel. Angel, genau. Und Flüssen sehen und lande den großen Fang. Was soll ich eigentlich sehen? Soll ich eigentlich die Vögel hier, Arctos, Zapdos, Lavados, schnappen oder nicht? So. Ich möchte auf diesem Land bauen. Mein Pokémon ebnet den Boden. Ich glaube, in Gold und Silber bzw. Hardgold, Soul Silver ist ihm das Geld ausgegangen, um da zu bauen. So, wir brauchen aber einiges an Zeug für die MSN. Hi. Pokémon können gut oder böse sein. Das hängt ganz von ihrem Trainer ab. Ja, genau. Die versucht mir hier noch zu erklären, dass sie neutral sind. Es gibt böse Menschen, die Pokémon für Verbrechen missbrauchen. Team Rocket stiehlt seltene Pokémon, verkauft sie. Pokémon sind nicht selten genug, sind werden von ihnen ausgesetzt. Ja, oder von Trainern in der Pension. Kaufen. Supertrank. Hätte ich gerne 10. Und hier bekommt man keinen normalen Trank mehr. So, bis dann. Nein, nein. Wir haben noch ein Nugget, oder? Ihr seht, ich habe, glaube ich, 3 Tränke mehr oder so. Sonderbonbon hebe ich mir auf. Mondstein, was wird's? Nix. Für die TM, 500. Ja, werde ich dir ganz sicher verkaufen. Nugget. So. Bootsticket, Angel, Supertrank. Ja, man kann TMs noch verkaufen. Kann man in den späteren Teil bestimmt auch. Was willst du mir denn? Gib mir das Shiggy. Ich habe ein Shiggy gefangen, aber dieses Pokémon macht nur Dummheiten. Ich denke, ein guter Trainer sollte Shiggy richtig erziehen können. Oh, ich bin kein guter Trainer. Gehen wir hier rein. Wer bist du? Wenn ein Pokémon Formtechnik erlernt, kann sie nie wieder vergessen. Überlege dir gut, welchem Pokémon du eine VM gibst. Yep. Ah, Pika. Hast dich direkt in Pipi verliebt. Ja. Wer bist du denn? Ich liebe mein Jurob. Es quiekt, wenn ich es in den Arm nehme. Ja? Das könnte man als Quieken durchgehen lassen. Was mit dir? Hm, dein Pipi ist viel süßer als ihr Pokémon. Ich weiß noch nicht mal, wie das Pokémon heißt. Hier, ich rede mit dir. Ich bin der Vorsitzende des Pokémon-Fanclubs. Ich habe mehr als 100 Pokémon gefangen.
Ich bin sehr kleinlich, wenn es um Pokémon geht. Also, bist du hergekommen, um etwas über meine Pokémon zu hören? Jipp. Dann hör gut zu. Am liebsten magst du Galoppa, es ist süß, klug, aufregend. Stimmst du mir zu? Es ist majestätisch, freundlich. Ich liebe es, wenn es schläft, warm und kuschelig. Spektakulär! Hinreißend. Ups, wie die Zeit vergeht. Ich halte dich auf. Danke, dass du mir zugehörst hast. Nimm dieses Geschenk von mir. Fuhle hält einen Rabkarton. Gratis! Du erhältst dafür ein Fahrrad. Sorge ich nicht um mich, ich kann mit meinem Ibitak fliegen. Ich brauche also kein Fahrrad. Ich hoffe, du fährst gerne Rad. Na? Der Vorsitzende redet sehr gerne über Pokémon. Pikachu, wir gehen. So sieht's aus. Zerstöre diesen Busch, wir wollen gegen Major Bob antreten. So, haben wir jetzt hier schon drin? Na? Ich lasse Taubsi einen Brief nach Safronia City im Norden bringen. Gibt's eine ganze Pokémon-Folge drüber. Liebe Niki, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Wie ich höre, stiftet Team Rocket in Safronia City Unruhe. Hier in Major Bob City scheint es sicher zu sein. Schreib mir doch auf Facebook. Murkt. Ja, wir wollen natürlich zu Microsoft Instant Messenger, zu MSN. Wer bist du? Die MSN ist ein luxuriöses Kreuzfahrtschiff. Sie legt nur einmal jährlich in Major Bob City an. So, willkommen auf der MSN. Ja. Nee, ich habe kein Ticket. So, auf der MSN. Hier kriegt man Mew. Hi. Viele Passagiere sind superaktiv. Sie langweilen sich, sehen sich nach einem Kampf. Yep, hier kann man gut trainieren und wir nehmen natürlich jeden Trainer mit. Ein Gentleman. Hi. Ich mache immer allein Urlaub, nur meine Pokémon begleiten mich. Ich muss noch circa 12 Minuten auf der MSN überstehen. Was? Ah, Fukano. Da sollten wir doch gut gegen ankommen. Mit Silberblick. So, nochmal. Aua, aua, wie weh tut mir das? Es geht so. Aber das dürfte dir jetzt ordentlich wehtun. Ja. So, zwei Treffer und du bist weg. Das hätte ich an deiner Stelle nicht getan. Fukano wurde besiegt. 21. Könntest du vielleicht mal Schlitzer lernen? Noch ein Fukano. Noch ein Fukano Level 18. Kratzer. Überlebst du noch einmal. Yep. Trank. Nein, das war nur 20 Kraftpunkte. Die Attacke ist nicht effektiv. Machen wir noch einen Trank. Falls ihr Geschnurre oder so hört, ich habe jetzt ja ein neues Mikro und es kann sein, dass dann ihr dann die Katze hört. So. Nein, aber natürlich ist der Zufallswert nicht auf meiner Seite. Tot. So, sehr schön. Fukano wurde besiegt. Oh, weh verloren. Gut, was sagst du mir denn? Sei immer nett zu deinem Pokémon, das bin ich. Ich achte darauf, dass sie nicht sterben. Vielleicht umgehe ich einfach auch die Pokémon-Trainer, die so nach Matrose und so aussehen. Noch ein Gentleman. Die rotzen so einiges. Ich laufe auf einem Schiff herum und kille Trainer. Was setzt du ein? Nidoran. Damit können wir arbeiten. Glut.
Zweimal getroffen, das ist nicht wenig, aber ich richte mehr Schaden an. Gut. Mit meiner Glut. So, mehr Erfahrungspunkte. Ja, ihr müsst die ja immer im Wechsel einsetzen, ne? Ich war aber nie Freund von Nidoran. Zweimal getroffen. Ja, überlebst du noch eine Runde. Au, au, au. Ja, überlebst du immer noch eine Runde. Ja, und kaputt. Nidoran, Nidorino, ich bin kein Freund von Gift-Pokémon. Ich weiß nicht, wie es im Competitive aussieht, müsste man aber relativ selten sehen. Trank. Einmal. Und brauchen erstmal die Tränke auf. Zweimal. Entwickelt sich aber schon ganz gut. Korak entwickelt sich gut. Hep, hep, bam, 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 bam. So, du heilst mich? Stuart, ich hätte gern ein Stückchen Torte. Dann haben die es erst später eingebaut, das... Gegen dich kämpfe ich. Ich reise immer mit Knuddeluff. Ach, so eine Kreuzfahrt ist wundervoll. Ja. Ich weiß, dass der Rivale hier auf dem Schiff ist und ich werde mich wieder wundern, dass der da ist. Moin moin, du Landrade. Ich bin der Stuart auf diesem Korn. Ruf mich einfach, wenn du einen Wunsch hast. Verdammt, Gespräch, bist du aber nicht. Ich rede mit dir. Auf meinen Reisen um die Welt habe ich unzählige Pokémon gefangen. Dann zeig mir deine unzähligen Pokémon. Es sind zwei. Ein Taubsi. Ein Volltreffer. Sandwirbel, nein, ich kann nie mehr was treffen. Aua. Du bist stärker als... Kratzer. Du wirst nicht von einem Ruckzuck-Hieb dahin gerafft. Danke. So. Taubsi wurde besiegt. Lernst du jetzt bitte Schlitzer? Ja, schon wieder Nidoran. Glut. Aua. Glut. Aua. Glut. Aua. Glut. Tut über Glut, tut selten gut. Volltreffer, ja, den haben wir jetzt gebraucht. Ja, da habe ich dich wohl besiegt. Nein, ich habe die ganze Welt für diese Pokémon bereist. Die gibt's hier doch alle. So behandelt man keine Pokémon. Ich verlange die Kur in einem Pokémon-Center. Nee, mein PKMN-Center. So. Einen Trank haben wir noch. Seht schon, ich bin zu faul, um zum Pokémon-Center zu laufen. So, aber den Rest möchte ich dich richtig an. Wir machen eine große Weltreise. Ich hatte keine Chance. Ich bin total im Pokémon-Fanat, du auch. Bist ein Pokémaniac? Nee. Ein Teenager. Teenager möchte kämpfen. Die haben auch noch keine Namen. Nidoran. Oh, ist aber schon ein bisschen stärker. Glut. Volltreffer, der war mal gut. Wir ziehen 6 ab. Glut. Und er brennt. Ja. Und Kratzer. Das ist es dann auch mit dir gewesen. Wow, ja, natürlich bin ich cool. TM8. Dann schauen wir mal, was TM8 kann. Body Slam. Lightshade darf sowieso keine Attacken lernen. Außer Schlitzer und Blitz und sowas. So. Der rennt rum, der kämpft nicht.
Du bist ein Geheimagent. Ich verfolge Team Rocket. Hier, wer bist du? Dieses luxuriöse Traumschiff fährt exklusiv für die Trainer zur See. In jedem Hafen besuchen uns ausschließlich geladene Trainer. Nee. Wir gehen, gucken uns erst hier unten in Ruhe um. Die Küche. Ich trau dem Braten nicht. Versteht ihr? Küche, Braten. Na? 36 Kraftpunkte, das war gar nicht verschwendet. Sowas hier drin. Hier ist nichts, bloß Abfall. Wer bist du? Das habe ich nur verbrochen. Ich muss immer nur Kartoffeln schälen. Was hier drin? Hier ist nichts, bloß Abfall. Wer bist du? Hast du schon von Relaxo gehört? Jo, es schläft und frisst den ganzen Tag lang. Was hier drin? Pudel findet einen Superball. Wer bist du? Schnief. Immer muss ich die Zwiebeln schälen. Tausch mit dem da oben, der schält nur Kartoffeln. Ich bin der Chef de Cuisine. Der Hauptgang ist Currywurst. Wie kommt eine solche Ballanität auf meine Karte? Damit du nur ein Koch bist. Hier. Es gibt zu viel zu tun. Nie kann ich mich ausruhen. Ja, das kenne ich. Es gibt so viel auszuruhen. Nie kann ich was tun. Ich habe einen seltsamen Ball im Müll gesehen. Ich habe ihn schon rausgefischt. Aus dem Weg, du Leichtmatrose. Wir sind schwer beschäftigt. Aha. Gehen wir mal hier rein. Ein Gentleman. Ja, kämpfen wir gegen. Auf all meinen Reisen habe ich nie ein solch verschlafenes Pokémon gesehen. Es sieht ungefähr so aus. Relaxo. Gut. Was willst du? Ich habe, was ich an Land gezogen habe. Oh ja, wenn du nämlich ein Wanderer bist. Ach, du bist... Goldini. 17. Gut. Kratzer. Danke. Das ist nicht gut. Gar nicht gut. Tentara tut nicht weh. Aber es hat eine ziemlich hohe... Ist der Zufallswert auf meiner Seite? Yep. Tentara, Lern endlich Schlitzer. Aha. Schlug fehl. Wir bekommen hier scheinbar... Bitte. Oh, das hat echt nicht weh. Okay. Trotz zwei Routenschlägen. Gut, Volltreffer hat mir wahrscheinlich gerade den Po gerettet. Okay, das wär's für mich. Tschüss. Okay. Gegen einen Gentleman gewinnen wir aber. Im Wettstreit mit der Jugend bleib ich jung. Voltoball. Kann aber bestimmt noch keine Explosion. Und ist hier, glaube ich, ist überhaupt Stahl? Ich glaube nicht. Blut. Ultraschall zieht genau 20 ab. Ja. Muss nur aufpassen, dass ich nicht unter 20 komme. Und noch ein Kratzer hinterher. Gut. So. Noch ein Magnetido. Nee, ist mir zu riskant. Wir kommen echt gut durch die MSN, muss man sagen. Aber nun ja, ich bin mal gespannt, was der Zufallsgenerator für den nächsten Part sagt. Geht daneben. Trifft halt nicht immer. Ich weiß, du bist noch kein... Du bist noch kein Stahl-Pokémon.
Also, es ist so, dieser Samen, Quatsch, Pikachu, Chocolate kriegt die 1, Ringabel die 2 und Korak die 3. Hier, Lightshade darf hier nicht benutzt werden. Und je nachdem, was der Zufallsgenerator sagt, kommt dieses Pokémon im nächsten Part dran. Was sagst du denn noch? Vor 15 Jahren hätte ich mit Links gewonnen. Jupp. Ein Top-Äther. Können wir bestimmt bei den Top 4 gebrauchen. So, das war's wieder für heute mit Pokémon Gelbe Edition Suilock Challenge. Mit mir, dem lieben Fudel, Korak und Chocolate. Bis zum nächsten Mal. Ciao.